Bevor du dein Unternehmen gründest und wesentliche Investitionen tätigst, organisiere dir eine professionelle Buchhaltung. Wie diese aussieht und warum du eine papierlose Buchhaltung mittels einer Buchhaltungssoftware bevorzugen solltest, das erfährst du heute in diesem Video. Hallo, ich bin Andrea von Company for You and Me. Ja, und in diesem Video heute soll es darum gehen, wie du dir eine professionelle Buchhaltung organisieren kannst. Denn das ist es, was wir hier auf unserem YouTube-Kanal erreichen möchten, dass du mehr und mehr verstehst, wie du ein erfolgreiches Unternehmen systematisch erfolgreich aufbauen kannst. Also abonniere gerne unseren Kanal, wir freuen uns über jeden Abonnenten. Falls das Wort Buchhaltung bei dir bisher ein Unbehagen hervorgerufen hat, sei dir versichert, damit bist du nicht alleine. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum im Zuge der Unternehmensgründung viele Unternehmerinnen und Unternehmer zu Beginn vergessen, ihre Einnahmen und Ausgaben zu dokumentieren. Das beginnt dann leider damit, dass kleine Ausgaben wie zum Beispiel für Kugelschreiber, Drucker, Papier, Fahrten zu Kundinnen und Kunden, Geschäftsessen und so weiter nicht dokumentiert werden, aber auch größere Anschaffungen für das Büro, Büromiete und so weiter. Wichtig ist, dass du verstehst, alles, was du für dein Unternehmen einkaufst, kannst du steuerlich geltend machen. Das soll heißen, je weniger du von deinen Ausgaben dokumentierst, umso höher wird dein Gewinn ausfallen und umso mehr Steuer musst du dann auch bezahlen. Deshalb bist du gut beraten, alle Einnahmen und Ausgaben in einer Excel-Liste oder noch besser in einer Buchhaltungssoftware penibel zu dokumentieren. Eine Excel-Vorlage findest du im Internet oder kannst du dir von einem Steuerberater günstig erwerben. Oder du bekommst diese mit etwas Glück auch kostenlos zugeschickt. In unserer E-Learning-Plattform bei Company for You and Me findest du eine universelle Excel-Vorlage für die Buchhaltung. Solltest du eine GmbH oder andere Unternehmensrechtsform wählen, wo du eine doppelte Buchhaltung führen musst, solltest du von Beginn an mit Buchhaltungsprofis zusammenarbeiten, damit du hier keine buchhalterischen Katastrophe entgegenläufst. Wenn du als Einzelunternehmer startest, reicht es aber aus, wenn du das zu Beginn selbst umsetzt und die ersten Jahresabschlüsse selber machst. Zusätzlich solltest du alle Rechnungen in einer Mappe in Monatsetappen aufgeteilt hinsichtlich Einnahmen und Ausgaben chronologisch sammeln, um auch in Zukunft keine Probleme mit dem Finanzamt zu bekommen. Wenn du mit einer Buchhaltungssoftware arbeitest, ist das Tolle, dass du alle Rechnungen online im Programm mittels PDF oder Fotokopien ablegen kannst. Sobald dein Unternehmen in den grünen Zahlen ist und du dich finanziell wohlfühlst, würde ich dir eine Buchhalterin oder einen Buchhalter empfehlen, der für dich die Jahresabschlüsse macht. Sobald du mehrere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen hast, dein Unternehmen stetig wächst, ist auf lange Sicht eine hausinterne Buchhaltung ein eindeutiges Muss. Jetzt kommen wir zu einem wichtigen Detail der Buchhaltungssoftware. Wir wollen dir bei Company for You and Me aufzeigen, wie du von Beginn an möglichst keine wesentlichen Unternehmensfehler begehst und von Beginn an professionell dein Unternehmen Schritt für Schritt weiterentwickelst. Deshalb lautet unsere klare Empfehlung beim Thema Buchhaltung: Hole dir von Beginn an eine Buchhaltungssoftware. Aus unserer Sicht sind die folgenden 5 Vorteile wirklich entscheidend. Erstens, du brauchst keine Excel-Tabelle mehr. Zweitens, du musst keine Buchhaltungsmappen führen und ersparst dir und der Umwelt das Ausdrucken von Rechnungen. Drittens, die Angebots- und Rechnungslegungen sind in diesem Programm enthalten, was dich von Beginn an davor schützt, unprofessionelle Angebote und Rechnungen an deine Kunden zu schicken. Du kannst die angenommenen Angebote mit wenigen Klicks in eine Rechnung umwandeln und die Rechnungen werden beim Zahlungseingang dann sogar automatisch archiviert. Viertens, oftmals ist die Schnittstelle zum Finanzamt bereits enthalten, sodass du darüber auch direkt deine unterschiedlichen Steuerbescheide einreichen kannst. Vor allem für die Vorsteueranmeldung ist das enorm praktisch. Und fünftens, nachdem man sich zu Beginn einmal eingearbeitet hat, hat man langfristig eine enorme Zeit- und Geldersparnis. Natürlich gibt es aber auch Nachteile und die wollen wir dir nicht vorenthalten. Erstens, bevor du mit der Software richtig durchstarten kannst, musst du dich natürlich erstmal in das Softwareprogramm einarbeiten. Und zweitens, dir entstehen monatliche Kosten für die Software. Die Kosten sind bei den meisten Anbietern aber doch sehr moderat und auf jeden Fall leistbar. Zusammengefasst kann man aber sagen, wir empfehlen dir ganz klar, von Beginn an eine Buchhaltungssoftware zu nutzen.
In diesem Zusammenhang sei auch gesagt, wenn du die Buchhaltungssoftware anlegst und mit deinem Bankkonto dann verbindest, sorge vorher dafür, dass du dir dein eigenes Unternehmenskonto anlegst bei deiner Bank. Dann musst du keine privaten Buchungen aussortieren und bekommst hier kein unnötiges Durcheinander in deine Buchhaltung. Wichtig ist, dass du private und Firmenausgaben ganz klar trennst. Abschließend habe ich noch einen wichtigen Hinweis für dich. Wenn du zuvor angestellt warst und dann in die Selbstständigkeit wechselst, wirst du im Laufe der Zeit, wenn sich dein Unternehmen gut entwickelt, weit mehr Geld auf deinem Konto haben als zuvor, als du noch angestellt warst, was viele dazu verführt, mehr auszugeben. Wichtig ist, dass du verstehst, der wesentliche Unterschied ist hier, als Angestellte oder Angestellter erhältst du einen Nettolohn. Als Unternehmerin und Unternehmer musst du selbst deine Steuern und Sozialversicherung zahlen. Grundsätzlich bist du daher gut beraten, dass du schlimmstenfalls von deinem erwirtschafteten Gewinn, je nachdem wie hoch dieser ausfällt, bis zu 50% abgeben musst. Im deutschsprachigen Raum lebt man bekanntlich in Hochsteuerländern und deshalb bist du gut beraten, wenn du das immer ganz klar auf dem Schirm hast, um hier in Zukunft nicht in Zahlungsschwierigkeiten zu kommen oder du schlimmstenfalls in Konkurs gehst. Was mich nun interessieren würde, nützt du bereits eine elektronische Buchhaltungssoftware oder wie hast du das Thema Buchhaltung in deinem Unternehmen gelöst? Schreib uns hier gerne in die Kommentare. Es würde uns interessieren, wie du hier in deinem Unternehmen konkret vorgehst. Das war es soweit für heute. Ich hoffe, dir hat unser Video gefallen. Wir würden uns freuen, wenn du unseren Kanal abonnierst und ein Like bei diesem Video hinterlässt und so unsere Arbeit tatkräftig unterstützen würdest. Bis zum nächsten Mal, deine Andrea.